gibt ja dieses soziale Engagement von Body and Soul schon sehr, sehr lange. Das haben wir dann ein Stück weit kanalisiert und seit 2017 eben mit der Stiftung Ein Herz für Rentner und eben Young Wings. Body and Soul ist uns schon sehr lange verbunden. Wir sind wirklich unglaublich dankbar auch für diese Verbundenheit. Seit 2017 werden wir unterstützt von Body and Soul in unterschiedlichen Formaten. Und das Besondere ist aus meiner Sicht, dass Body and Soul es schafft, sowohl die Mitarbeitenden als auch die Mitglieder zu aktivieren und eben Spenden zu sammeln, die dann unseren Projekten zugute kommen. Die Nicola Edis Young Wings Stiftung ist die bundesweite Anlaufstelle für junge Trauernde. Wir begleiten Menschen nach dem Tod des Lebenspartners bis zum Alter von 49 Jahren und wir begleiten Kinder und Jugendliche und junge Erwachsene bis zum Alter von 27 Jahren, die um Elternteile trauern. Mein Name ist Michael Priebel. Ich bin Gründer und Inhaber der Body and Soul Fitness- und Wellnessanlagen in und um München. Ich habe 1994 Body and Soul gegründet. Heute sind es 9 Anlagen in und um München mit großen Wellnesslandschaften, mit 25 Meter Pools, wie in einem 5-Sterne-Hotel, nur eben ohne Betten. Wir sind mit Body and Soul letztendlich zusammengekommen, weil wir auch hier im Werksviertel Mitte unser Büro haben. Und dann kam die freudige Nachricht, dass man uns mit verschiedenen Projekten von Body and Soul unterstützen möchte. Und letztes Jahr war natürlich eine ganz besondere Freude. Wir unterstützen deutschlandweit finanziell Rentner, die Zeit ihres Lebens gearbeitet haben, sich aber leider nicht das Nötigste zum Leben leisten können. Dazu gehören zum Beispiel Zuzahlung zu Medikamenten, eine neue Matratze, eine Brille, die Waschmaschine geht kaputt, Essen auf Rädern, Stromnachzahlung und vieles, vieles mehr. Die Spendengelder haben sich dadurch errechnet, dass wir in der Zeit der Pandemie ja weiterhin Mitgliedsbeiträge von den Kunden vereinnahmt haben. Aber das sind ja nur erhaltene Anzahlungen. Die müssen wir ja in dem Moment, wo wir wieder in Betrieb gehen, zurückgeben. Und das gebe ich auch unwahrscheinlich gerne zurück, weil ich würde niemals etwas vereinnahmen, was ich nicht auch wirklich verdient habe. Wir haben aber den Kunden freigestellt, in welcher Form sie das zurückhaben möchten. Und eine der Optionen war eben, ja, ob sie eben gerne bereit sind, für eine der beiden Organisationen zu spenden. Ja, wir sind natürlich total begeistert von diesem Projekt und sehr dankbar auch und möchten wirklich auch Danke sagen, liebe Spender und Spenderinnen, dass Sie in dieser für uns alle herausfordernden Zeit im vergangenen Jahr während der Corona-Pandemie euch so engagiert habt und uns helft, unsere Angebote auch aufrechtzuerhalten und ausbauen zu können. Der Preis ist mehr als verdient. Also es ist so großartig. Die Freude war so riesig, als wir davon erfahren haben. Und es war auch direkt klar, als uns diese E-Mail erreicht hat, schlagt doch bitte jemanden vor, der euch unterstützt hat. Da wusste man sofort, das kann jetzt nur Body and Soul sein, weil gerade in den Corona-Zeiten, wo es auch für Body and Soul natürlich auch wirklich sehr schwierig war, da noch an die Menschen zu denken, die gar nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen, war wirklich so rührend und großartig. Deswegen ist diese Freude wirklich übermäßig, dass wir letztendlich zusammen eigentlich gewonnen haben.